Ja, komm, ich will vorbei. Komm, ich will einen Kuss. Ich will einen Kuss. Für $1 kriegst du einen Kuss, ja? You know you're not allowed to do that, right? Here, good luck. Danke. So, wo finden wir noch mehr? Hier haben wir noch einen. Für $1 gibt's einen Kuss. Und wie viel hat er gegeben? 92 Cent. Okay, hier nochmal. Ja. 82 Cent. Okay, die wollen aber noch keinen Kuss. Okay. So, das sammeln wir auch mal. Zwiebelsamen. Sure, I can spare some cash. Ja, nice. Der will auch keinen Kuss. Okay, schade. Aber okay, dann wiederum auch gut. Hier. Habe ich von dem anderen jetzt Geld bekommen oder nicht? Some other time, okay? Sorry, I'm in a hurry. Happy to help. Jo, danke. 20 Cent. So. Jo. So, und hier. Komm, schaffen wir die $100? Take care of yourself, okay? Jo, danke schön. 13 Cent, wow. Wie großzügig. Hallo. Für $1 gibt's einen Kuss, ja? Okay, hier. The least I can do. Er hat über $1 gezahlt, also gab's einen Kuss, ja? Sorry, I forgot my wallet. Ja, du hast doch sicher dein Portemonnaie. Ja, siehst du, hast du dein Portemonnaie mit. 39 Cent. Hat ein Geizhals. So. $1. Okay, ich muss ihn küssen. $1, er wollte den. So, was haben wir hier? Ja, schauen wir mal. 69 Cent. Every bit helps, right? Ja. 11 Cent? Kein Interesse, warum? Sorry, I'm in a hurry. Ja, okay. I wish I could give more. Ja, jetzt funktioniert das, ne? Get your lazy ass out of my face! Fuck off! Okay, der hat's nicht gesehen. Hier? Hallo? What do you want from me? Ja, ich will... Just a moment. Here we go. Jo, danke schön. $5 hat sie mir gegeben. Was kann ich für $5 anbieten? An gewissen Leistungen. Hopefully that's enough. $100 erreicht. Benjamin. Nice. Oh, ist schon 7 Uhr. Warte mal. Das heißt, um 10 müssen wir eigentlich zur Quest da. Hauptquest. Dann machen wir das mit der Basis andermal. So. Dann eilen wir uns mal da. So. Und ja, da sind wir schon auch gleich. Nee, hier noch nicht. Ja,
die Steuerung ist auch recht. Also die Kurvenmöglichkeit. So, und... So. Ah, da hinten sind wir schon. Ah, jetzt müssen wir außen rum. Oder ist das hier schon? Ja, hier können wir auch schon rein. Achso, wir müssen noch ein paar Minuten warten. Ja, dann ist es halt so, dann... Was haben wir alles eigentlich bei ihm? Ja, einiges zum Verschrotten haben wir definitiv. Die Samen brauchen wir aber aktuell noch nicht. Ja, eine Minute müssen wir jetzt hier durchhalten. Mit nichts tun. So, Shuriken, probieren wir mal aus. Ich finde das super, wie die hier so hängen bleiben. So, jetzt gleich ist es 10 Uhr. Wir gehen wieder auf Boxen. Achso, und jetzt. Well, it is night. What now? What the? Another hobo sign appeared out of nowhere. It says, I went this way. Those glowing arrows will lead us to the escaped experiment's hideout. No time to lose. If they only appear at night, they'll probably disappear at the first sign of daylight. Ja, dann laber nicht so viel. Dann lass mich da schnell hin. So, hier lang. Und da. Wo ist denn das jetzt? Der Rest? Da. Da geht's weiter. Aha! Another sign! We're on the right track! Da. Da ist der nächste. Keep looking! Ja, ich bin dabei. Ich halte Ausschau. Warte mal. In welche Richtung hat er jetzt gezeigt? Da lang? Der zeigt diese Richtung. Also muss das hier irgendwo sein. Nächstes Zeichen. We aren't there yet. Na, die sollen mich gleich in Ruhe lassen, bitte. Da ist das nächste. Seems we're going the right way. Folge der Spur aus leuchtender was? In die Richtung. Also hier lang wahrscheinlich. Da unten. We're getting close. I can sense it. Jo. Und jetzt? Der hat doch hierhin gezeigt, ne? Ist gleich schon 2 Uhr. Ist das hier richtig? Nicht, dass ich das jetzt vermasselt habe. Ich glaube, hier war schon richtig, nur ich habe irgendwie 2 vergessen von den Zeichen. Nein, komm. Ich habe keine Zeit für euch. Ich glaube, das ist wirklich das Gebäude hier. Ah, da unten. Da unten. I think we're almost there.
Ah, hier. Unter meiner Basis. Yes, the safe house is here. Das ist es. Password? What? Wrong. Wrong again. I'll give you one more chance. Wait. You're a victim of Evil Way experiments, aren't you? Father said you might come. Come in, brother. Jo, alles klar. Surprise! We are rats. We are radical. We are radioactive. We are rats. Got it memorized? Good, because it is also our password. Use it next time. Come, father is waiting for you. Ja, okay. Yes, I was expecting you. Oh, I totally told them that already. As well as the part about radioactivity and a gnarly name. Like the one I came up with. Trixie, stop spazzing. Go guard the door. I'll be back. Excuse my children. We've been trapped in the Evil Way facility for an eternity. I'm just excited to finally see the outside world again. Wait! You're the legendary hobos and rejects who disappeared without a trace in the 80s! Yes, and now we're back, and we want our revenge! I see that you were able to follow my glowing piss trail. Remarkable. You might be the one we need. Unlike us, you can walk in the streets in broad daylight with hardly anyone noticing you. Perfect agent against our common enemy, the Evil Way. With your pigeons, my children, we will take back what is ours. However, word on the street is that you lost your legendary status. I need to be certain that you can handle even the grodiest scenario. Prove to us that you are bad to the bone. We can continue then. Trixie will escort you to the door. I told you I'd be back. Also, ich muss ehrlich sagen, ich... Du musst zwei Basen der Bugs einnehmen, um diese Mission freizuschalten. Lost your legendary status? I bet those filthy bugs are responsible for such rumors. Let's take over some of their pathetic lairs. That should show everyone who's the boss around here. Ja, okay, also ich würde sagen, ich mache hier aber auch einen Cut für heute. Was kann Karl nicht aufnehmen? Was? Ja, ich mache für heute dann mal einen Cut. Und das Spiel hat echt großen Cringe-Faktor auf jeden Fall für mich. Wir haben hier vorne gleich eine Basis von uns. Gehen wir aber erstmal dahin zur Basis. Hier oben. So. Und dann würde ich sagen... Ja, was sind da vorne? Achso, das ist unten die Quest. Ja, dann würde ich sagen, nächsten Samstag vielleicht machen wir hier weiter. Und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Boom Simulator. So, und ja, wir haben jetzt die Aufgabe hier, das ist ja, wie hieß er nochmal? Karl. Genau. Unser sprechender Einkaufswagen. Und wir müssen jetzt irgendwie irgendwo noch eine Basis übernehmen. Haben 100 Dollar gesammelt schon. Also ordentlich. Karl ist hinter uns her, aber wir müssen schauen, wo wir hier vielleicht eventuell noch eine Basis finden. Würde ich gerne wissen. Hier haben wir ja eine Baustelle. Irgendwo müsste einer sein. Das sieht eigentlich so aus, als könnte da eine Basis sein.
Lass mal dahin. Beziehungsweise, warte, wir nehmen mal hier. Genau, Creeps Turf. So. Fahren wir mal ein bisschen. Und suchen mal noch eine Basis. Irgendwo muss hier eine sein. So. Und dann. Come and try Dick's Ice Cream, where every flavor is sweet and salty. Nee, Dick's Ice. Oder doch, komm, wir nehmen uns mal eine. Kaufe Eiscreme für $1.50. Ja. Nein, 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 mein Eis. Hab ich das Falsche gedrückt. So, jetzt muss ich. Genau, so ging das. Muss jetzt wieder in die Förderung erstmal reinkommen. Okay, da kommen wir so nicht rein. Die sind da drin auf jeden Fall. Da müssen wir eben rein. Und schauen, ob wir hier irgendwie. Ob das ein Gebiet ist. So, den haben wir erledigt. Der liegt da. Nee. Vergiss es. Vergiss es, Kumpel. So. Jetzt sind wir hier oben auf dem Dach. Sieger aller Angriffswellen der Bugs um ihre Basis einzunehmen. Ah, das ist noch eine Basis. Okay, geil. Habe ich also richtig eingeschätzt. So, genau. Hier hatten wir das. Ich würde dann lieber. Wo sind sie denn? Ach. Kommen die hier nicht weiter? Autsch. Karl? Karl, du bist im Weg. So. Komm her, Dude. So, aua. Zweite Welle. Nice. Ah, der Große. Autsch. Der lebt wieder immer noch. Letzte Welle. Ach nee, nicht der schon wieder. Nee, bitte nicht. Hurricane. Also den müssen wir jetzt als allererstes loswerden. Ja, so haben wir den. Nee, der lebt immer noch. Ja, nice. So. Komm, komm. Ach, der lebt ja immer noch. Nice. Jetzt haben wir es geschafft. Die Basis haben wir übernommen. Okay. Betritt den Unterschlupf. Warte mal, wo war denn das? Hier. Ah ja, das stimmt. Jetzt können wir endlich da rein. Und die Quest weitermachen. Ach komm, wir springen mal so. Ach, hier kommen wir nicht weiter. Nice. Den Guano haben wir eingesammelt. Keine Ahnung. Wir nehmen mal Karl als Fahrzeug. Seine Wegfindung ist aber auch echt super, muss man ehrlich sagen. So. Und hier. Ja, komm. Die Kurve kriegen wir. Aus dem Weg. Ah, da haben wir eine Feder. Und hier wieder so einen komischen Pilz. 55 Federn. Also 10% haben wir. Oh. Ja. Egal, gönnen wir uns trotzdem. Den Glühpilz. Ich glaube, aber hier kommen wir nicht weiter, oder?
Hier gibt es gar keinen Weg weiter, ne? Nee. Hier war nur die eine Feder. Und nee, so war das. Karlchen. Hier, Holz. Den haben wir. Hier haben wir auch alles komplett durch. Hier muss ich dann so rum. Nee. Okay, das war's dann wohl hier. Dann gehen wir mal da rum. Müssen wir einen anderen Weg finden. Und wir müssen auch ein bisschen was zu trinken finden oder zu essen. So, dann hier. War hier nicht irgendwie eine Möglichkeit da rüber? Nee? Nein? Egal, dann machen wir so, dann gehen wir hier rum. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Dann war hier, glaube ich, irgendwo. Du hast nicht zugewiesene Talentpunkte. Ah ja, stimmt, Talentpunkte. Wie viele haben wir? Einen. Ach komm, dann machen wir den hier. Und dann können wir hier anfangen mit den Ressourcen und so weiter. Ah ja, und unsere Verbündeten hier einmal. Hallo, hier geblieben. So. Jo, kein Thema. So, Creep gerettet, nice. Ah, und hier können wir jetzt hin. So, was haben wir hier? Ja, genau, den hier. Der kühlt uns jetzt ein bisschen ab. Hier. Alles klar, dann rein. Let me tell you about my master plan. Evil Way has used an infernal machine to change our minds and bodies. My children discovered that it is currently hidden in the basement under their headquarters. If we want to bring everything back to normal, we'll need to get our paws on it. In order to do so, we need three things. First, we need a way to access the Evil Way HQ. Second, we need a way to get any security and personnel away from the machine so we can snatch it. Lastly, the machine itself is huge and heavy, so we need a way to transport it to our base. Luckily, I found a solution to the first problem. There is a certain police officer who agreed to get us inside if we can help her out first. We can't do this alone, though. We need a daywalker for this. That means you. Ah, okay. Take care of it while I plan our next step. Trixie, Daywalker, schön. Escort your new brother out and tell him where to go next. Come on, big boy. I'll mark where to find the Lady Popo on your map. Wie heißt der? Justitia? Achso, ne, das ist die Quest. Okay, komm, wir gehen lieber hier mal raus. Finde ich schon auch sehr, sehr komisch. Aber ich will jetzt auch mal gucken, wie ist denn jetzt genauer das Baumenü? Würde gerne da oben hier unsere Basis noch ein bisschen weiter ausbauen. Ja. So, Baumodus öffnen. So, Tab-Katalog war das. So, was haben wir hier eigentlich? Shuriken-Stall. Ja, komm, machen wir. Oder warte. So, Produktion, Utility, Kochen, Garten, Verteidigung, Bauwerk. Tab-Fußboden? Nee, würde ich lieber... Mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas anderes machen können. Holzboden. Ah, da fehlen uns Nägel für. Okay.
Und was haben wir hier? Metallfußboden. Ich würde wirklich gerne eigentlich auf Metall gehen. Aber da fehlt uns einiges. Dann fangen wir lieber erstmal dann mit der Pappe an. Hier, Burgfußboden. Ja, wir bauen uns hier eine Pappburg, auf jeden Fall. Wie war das nochmal? E. Ah, und jetzt fehlt uns Baumodus verlassen. Fangen wir erstmal so an. Was hat er eigentlich noch alles? Holz. Dann würde ich vielleicht so, Produktion, Utility, nee, zurück. So. Die Recyclingtonne machen. Packen wir erst einmal hier hin. Und dann können wir genau, Steuerung R. Recyceln wir mal alles von. Ah, jetzt ist er fertig. Cool stuff! Jo, cool stuff auf jeden Fall. Achso. So, was hat er noch zum Recyceln? Hier, das gibt auch noch Schrott. Was hat er noch, was wir nehmen könnten? So, was hat er noch? Das müssen wir alles verschrotten. Das haben wir hier. Samen brauchen wir nicht. So, was ist das? Wird zur Herstellung verwendet. Damit können wir Keramik herstellen. Achso, Reparaturkit. Dann haben wir hier Pappe. Okay, alles klar, dann machen wir. Wir machen erstmal das alles. Und alles machen wir klein. Triff dich mit Kommissarin Alex. So, machen wir das hier auch nochmal klein. Kriegen wir ein bisschen Keramik. Ach so, das konnten wir so klein machen. Do we really need it? Ja, brauchen wir dringend. So, wie sieht's damit aus? Da können wir nichts machen. So, das ist wieder fertig. Ein bisschen müssen wir ja verarbeiten. Ach, Schrott ist wieder fertig. Nice. So, dann haben wir das Ding erstmal weg. Wie viel Schrott haben wir? 20 schon. 22. Und hier haben wir Keramik. Dann machen wir die hier mal als nächstes gleich. Toll. Oh. Karl! Muss es auch fangen, ja? So, dann schauen wir mal gleich, was wir alles aus dem Schrott bauen können. Ein bisschen werden wir definitiv brauchen. Ja. So, wie viel ist das? 2 und hier 9. Jo. Und wie viel hat er jetzt? 41.
Dann haben wir den schon mal weg. Dann ist nur dieser kleine Haufen da mit 8 Stück. So, nehmen wir das. Hallo. Ich finde es schade, dass ich nicht alles auf einmal machen kann. Oh, nice! Ich weiß, ist nice. So, schauen wir mal, was wir jetzt eigentlich damit bauen können. Wir haben jetzt sehr viel Schrott. 64 haben wir insgesamt. Shurikenstall. Das wollte ich jetzt nicht. Taubenstall. Alchemiestation. Schnäbelstall können wir machen. Das Schurikenstall können wir auch mal machen. Packen wir das hier neben. Nee. Was können wir hier unter Produktion noch machen? Herstellungstisch. Packen wir erstmal alles daneben. So, dann haben wir hier Aluminium-Schmelzofen. Können wir uns gerade nicht mehr leisten. Defibrillator, verarbeitet Holz zu Papier. Naja, Berge. Beherbergt einen einzelnen Widerling, den du auch Plünderungsmissionen senden kannst. Ah, und Kupferschmelzofen. Schmilzt Schrottmetall ein und erzeugt Kupferbarren. Können wir uns aber nicht mehr leisten. So, dann hier Huhn. Ich verfolge mysteriöse Signale von Evil Way. Ja, okay. Hier können wir uns auch nichts mehr. Hier können wir nichts mehr bauen. Ja, wir haben aktuell zu viel Schrott. Landmine brauchen wir nicht. Ja, Bauwerk ja jetzt auch nicht. Das ist alles hier nur Deko, was wir jetzt hier haben. Okay, sind aber sehr, sehr viel Deko. So, was können wir hier jetzt machen? Nägel. Kupferrohr, Aluminiumblech, Zigaretten, Tabaksamen. Egal, wir machen erstmal hier weiter. Und hier Upgrade-Effekt. Traubengeschwindigkeit ist deutlich erhöht. Da fehlt uns einiges für. Ja, aber hier erstmal wohl reiten. So, dann machen wir den. Ja, komm, bitte. So. Ah, dauert noch ein bisschen. So. Oh, nice. Ich weiß. Ah, nein, nein, das wollte ich jetzt nicht. So. Ich wollte so rum machen. You shouldn't have messed with the bugs.